Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schächter. Und ich bin Ivi Jochnewitz. Seid bei Grüße in unser Kochprogramm Ess gesinnte Heid. Heute wollen wir machen etwas sehr süß für euch. Das haben wir lieb. Ja, Babke. Und wir wollen euch weisen, wie zu machen drei Minen Babke. Ein Gringamin mit Aprikosenschmier. Und euch zwei mehr sophistizierte und sehr geschmackige Filzen. Zimmering und Schokolade. Ich hab lieb Schokolade. Ja. Lass mir anheben mit dem Teig. Ich hab schon ungewärmt 1,5 Teppich Milch. Gibt sie 1/2 Onz Hefen, das ist 4 Löffel mit 1/2 Hefen. Oder 2 Konvertible Hefen. In 3-4 Minuten wird es werden schön und die Hefen wird sich zugehen in Milch und wir wollen gehen weiter. Ich misch Hefen und Milch mit Schäumschlager. Und jetzt gehen wir anstellen die Schüssel in die Speismaschine. Ihr habt eine Rakete, das wird es gut zu mischen. Ihr werdet es machen auf dem niedrigsten Niveau, dem pamelligsten Niveau. Gibt sie zuerst 3/4 Teppich Zucker. In 3 Eier. Mischt geht aus. Etwa eine Minute. Nein, nur eine Minute, das sind genug, weil es ist noch Milch mit Eier und Zucker. Jetzt gibt sie ein Löffel Salz. Mhm. Und 1/2 Pfund Mehl, das ist ein eher 6 Teppich Mehl, 1/2 Teppel mit einem Mehl. Das Wort Babke kann sein bei jedem Süßbräut und gefüllt mit Gefüllt. Das ist, was wir machen heim. Aber ein Babke in gewisser Erde ist koschet ein Leckig. Ein Leckig mit Hefen. Ein Babke kann auch sein bei gewissen jeden Kiegel, ein Kartoffelkiegel. Yes, yeah. Ich kann ein bisschen abschoben. Yeah. Und schob ab von dem Radkettkeller euch. Ja. Yeah. Und der Hauptingredient, Pitter. Da haben wir 1/2 Pfund Pitter, das ist 8 Onzen. Das klingt wie ein Sackpitter. Aber wir machen 3 Babkes. Wir machen 3 Babkeler und es wird sein sehr Geschmack. Ich habe zerschnitten den Pitter auf kleine Stückchen und es ein bisschen ungewärmt und ein Stückchen mit Amol. Knet das Teig noch 17 Minuten in der Maschine und schob doch von Zeit zu Zeit von der Seite. Das Teig ist schon gut abgeknoten und ich habe beschmiert eine große Schüssel mit Pitter. Wollen wir lassen, das Teig soll aufgehen. Gewöhnlich ist das ein Schau, aber ein Tag so wie heute, was ist so kalt. Ja, wir nehmen ein bisschen mehr Zeit. Heint ist gewähnt 3 Grad Fahrenheit. Das ist minus 17 Celsius. Ja. Das Teig hat sehr sach Pitter. Es ist ein weiche, seidene, kleppige Teig. Wird es aufgehen. Und man wird sie geben noch mehr, als man katscht es aus. Wird es nicht sein, sie klebig. Deck es sie mit Plastisch oder mit einem nassen Handtuch und lass es so aufgehen. Ein Schuh oder ein Tag wie heim, 2 Schuhe. Ja. Jetzt wollen wir auch wissen, wie zu machen 3 Minen Füllachts für eure Babkes. Das ist Puschet von einem Slow Aprikosenschmier. Das ist der geringste zu machen, weil ich darf gar nicht Zigaretten. Ob es Wildzigaretten Aprikosenschmier hat jetzt schon ein Rezept auf unser Pirenkapitel. Jetzt könnt ihr es finden auf der Vorwärts-Webseite. Ja. Jetzt ist es eins weg. Der zweite ist Zimmering.
Was mir jetzt mit Zimmering ist tinkelbräune Zucker, ein halb Teppel tinkelbräune Zucker in ein Löffel Zimmering in ein Stecken für Pitter. Jetzt lassen wir das anziehen in unsere Speismaschine. Und mit der gummigen Kehle könnt ihr rauskratzen die ganze Sache in einer Schüssel. Und wir erst gemacht den Zimmering-Fillacht. Jetzt gehen wir quasi, wie soll ich machen, den Schokolade-Fillacht. Das mal nutzen wir einen halben Teppel leichtig bräune Zucker. Das ist 2 Löffel Kakao. Nicht kein süßer Kakao. Und noch einmal ein Stecker der Pitta. Halb Teppel. Später werden wir euch nicht ein Schokoladechip gelacht, aber das geht dann direkt in den Teig. Derweil machen wir es one day. Und haben wir einen Teig, was uns immer schön früher gemacht nächten. Es soll aufgehen über Nacht in Holodilnik. Im Frigidaire. Es sieht auf Wiffel. Es ist aufgegangen. Jetzt geht es noch einmal herab. Aber wenn ihr nehmt es raus von Eiskasten, lasst es stehen, als Schuh 2, so dass es ein bisschen warm ist. Versteht sich das, ja. Verschiebt den Tombank mit Mehl. Das ist sehr sachteig. Wollen wir machen von dem 3 Babkas. Zerteilt es auf 3. Macht 3 ballig. Seht euch sehr weh. Es ist weich und seiden und oh, voll mit Butter. Wollen wir anheben mit den ersten Tegel. Verschiebt den Tombank mit noch Mehl. Und katschet es aus. Wir haben wollen mit der geringsten Babke zu machen, ein Slaw mit Aprikosenschmier. Ich werde es beschweren, wie viel ihr kennt auf dem Teig, aber lasst Platz bei den Ecken. Rubanetzen von 2 Seiten mit ein bisschen Wasser. Äpfel von 3 Seiten. Und katschet es zu neuf. Wie so ist ein Babke anders von allen anderen Gebäcksen? Mit Reites. Mit Reites. Man macht sehr schön gedrehte Schlängele. Der gedrehte Zopp. Wie ein Zopp, ja. Also wie geflochten. Falten wir in 2. Noch einmal zu drehen. Und dort ist ein heimische Babke. Legt da rein in ein Bäckele. Und schön. Und jetzt stellt noch ein Babkele. Baschit noch einmal den Tombank mit Mehl. Und katschet euch noch ein Tegele. Ob jetzt willst machen alle 3 Babkele von einer Lege vielleicht. Es macht 3-mal so viel. Ob jetzt will machen 3 Abrikosen-Babkele oder 3 Schokolade. Abgelegt. Ihr könnt es damit anstellen in Frierke, in es lassen wir viele Wochen, geh durch im Land, bis du hast das Zimmerchen und du kannst es damit nutzen. Ja, ja, mit dem kennen wir. Und, weißt du, was wir in Sommer euch gemacht haben?
Mund gefüllt. Das war für den Geschmack. Dem Rezept hat es schon auf unserer Webseite. Hat es noch ein Quadratteig und noch ein gefüllt. Ja, hat es der Zimmering gefüllt. Noch einmal, wir wollen das unten, aber nicht auf die Ecken. Muss mir helfen? Gut. Wir können zu dreckeln mit den Fingern. Jetzt katschet es ab, wie früher. Und dreht. Lommiert han etwas ein bisschen anders. Es soll sein zweifarbig von oben. A Hälfte wollen wir benetzen mit Wasser. Und beschmieren mit noch gefüllerts von oben. Stellt, dreh noch einmal, hat man zweifarbig Babka. Warte, was sei? Schön. Noch ein Babka bleibt. Baschit noch einmal mit Mehl dem Tombank. Und katschet euch das letzte Tegele. Der letzte Backe geht dann gemacht mit Schokolade. Heute sind sie Schokoladenschmier, was wir gemacht haben. Lassen wir uns mit dem. Geht. Ihr könnt nicht ein Mehl zwischen den Fingern, wird es gehen ein bisschen geringer, wird es nicht kleben, so viel zu den Fingern. Gut. Nachdem was ihr geendet mit dem Schmier, ihr nehmt die Chipkala. Wir nehmen die kleinen Chickas. Das sind etliche Größen von Schokoladenchipkala. Das sind die Mini-Chips. Und jetzt können allein zu hacken Schokolade auf kleinen Stückchen. Ja. Schmier von die drei Seiten. Und katschet es up. Wie ein Fluden, wie ein Strudel, wie ein Babke, wie ein Sach jüdische Gebäcksen, drei, drei, drei. Von oben, eine Hälfte wollen wir benetzen mit Wasser. Geh nicht zurück. Er folgt nicht. Und baschit a Hälfte mit die Chipkeller. Dreht noch zweimal. Und dort ist a zweifarbig. Schokolade Babka. Sehr schön. Warte eine halbe Stunde, die Babkes sollen ein bisschen aufgehen und stell sie rein in einen Ofen auf 350 Grad. Back sie up an erich 50 Minuten ein Schau. Tia Kick in mitten, dreh sie von einer Seite bis zur zweiten und schön. Dort haben wir unsere Babke, der Aprikosenbabke, Zimmeringbabke und Schokoladenbabke. Guck, wie schön sie sehen uns. Wir wollen es trinken mit ein bisschen Tee. Wir hoffen, dass ihr euch auch mal Gelegenheit zu machen an Babke. Wir fühlen uns, wie ihr seid bei den Bobben in der Hand. Es ist gesund in der Hand.